Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Hunter Stories 2. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Monster Hunter Stories 2. Oh. Ja, eigentlich war der Aslos auch auf dem Plan, aber ich muss den leider rausschmeißen, weil ich vergessen habe, dann den Kai mit aufzunehmen und wir keinen Bock haben, den nochmal zu machen. Vergisst du mich immer? Ich hab's nur dieses Mal vergessen. Nein, das ist schon mal passiert. Ja, ihr habt jetzt den Glavinus vor euch und hoffentlich auch noch den Volkuranschein auf. Der Glavinus wird uns eh vernichten. Also der Astralos, der hat uns auch zerlegt. Aber den haben wir wenigstens den Eigenplatt gekriegt. Ich würde mal sagen, wir konzentrieren uns erst auf Glavinus Nummer 1. Wir zerlegen erstmal den normalen, bevor wir das helfen, bevor wir die Zornklinge angreifen. Die Zornklinge, die musste man bei Monster Hunter Ultimate auch als Vierer oder mindestens als Dreier-Truppe kämpfen, weil der so unglaublich heftig ist. Ich bezweifle, dass wir diesen Kampf schaffen. Ich bezweifle es extrem. Warum nutze ich überhaupt von Anfang an Holyhorn? Nee, sie kommen rein. Ich hab meinen Hund rausgenommen. Mein Tigrex ist tatsächlich stärker. Der hat mehr Leben und mehr Death. Der ist aber ich hab meinen Tigrex halt lange nicht trainiert. Also erwartet nicht, dass dieser Kampf lang dauert, ne? Der Glavinus, der wird uns 100% gehen. Da, seht ihr! Ja, und einmal drauf und mein Hund ist fast tot. Oh, geht weg. Ich mag euch nicht. Ja, guck mal, die gucken so putzig. Der heftige Speer, wenn der in einem Combo-Angriff ist, ist der gut. Weil dann trifft er halt auch. Das macht übelst Schaden dann. Ja, das war das Beste, was du tun konntest. Siehst du? Zack. Hey, ich bin wieder schon zähiger als dein Hund. Er hat auch keinerlei Feuerabwehr. Nein, nicht 1000 Klingen. Nicht 1000 Klingen, bitte. Warum wollen sie eigentlich gerade beide meinen Hund? Oh, die wollen beide deinen Hund haben. Das ist nicht nett. Ey, ich kann einen Angriff gegenhalten, aber der Hund wird jetzt, glaube ich, trotzdem umfallen. Feuerballansturm, mega Feuerballansturm. Also ihr habt bei dem Donnerschlag Astralos hier nicht, ach, dem Donnerschlag Blitzschlag Astralos nicht wirklich was verpasst, ne? Er hat halt nur dieselben Angriffe nochmal in Blau. Der will uns. Mir ist egal, was der da will. Ich verklopp den, der liegt. Einer weg ist einer weg. Hier kommt mein aufgeladener I. Pam. Auch wenn er das nicht effektiv war, es hat irre viel Schaden gemacht. Egal, Feuerball. Aua! Der Hund kriegt aber auch ordentlich auf die aufs Maul. Ich weiß nicht, warum die alle meinen Hund hassen. Weil der eigentlich kein Monster ist. Vielleicht deshalb. Weil eigentlich ist der Hund kein Monster. Du kümmerst dich um den Rechten. Warte mal. War der Astralos nicht schwach gegen Feuer? Nee, gegen Eis war der schwach. Ich gehe auch mal auf den Hammer, ne? Ich habe einen Bohrhammer. Aber mit Antrieb. Ich unterstütze dich. Was haben wir ihm gebrochen? Ein Schwanz. Der Schwanz, wenn man den bricht, dann fällt er wenigstens um. Außerdem ist sein Angriff dann wesentlich schwächer. Wir sollten den rechten auch den Schweif mal eben kurz brechen. Dann hat er weniger Power. Zack.
wenn das so einfach ist, wäre den Schweif zu brechen. Ja, der Linge, der hält halt nur weniger aus, ne? Auch im Prinzip sind die fast gleich stark. Und Eigler Venus ist schon schlimm genug. Okay, der hat den im Fokus, der ist immer noch wütend, das heißt, der ist Geschwindigkeitsnutzer. Du machst Donnerschlag. Du bist jetzt auch ein Geschwindigkeitsnutzer, ne? Ich will einfach meinen Meteorhammer haben, damit ich besser den rechten da, das Ding hinten brechen kann. Das muss kaputt. Sonst haben wir Probleme. Und nicht die üblichen. Wir haben übrigens keine Vitaldezenz mehr. Ich zumindest nicht. Ich habe ein paar nachgemacht, aber ich habe auch nur 5 übrig. Ja, ich habe vor dem Part mir alles hergestellt, was ich konnte. Komm, Lähmung! Ja, sie haben Lähmung bekommen, zumindest der Linke. Zumindest der Schwächere. Ein Problem weniger. Den können wir jetzt erstmal ignorieren. Los geht's, Chidakling. Ich lasse ihn einfach mal den Rechten angreifen mit den rechten Donner, in der Hoffnung, dass der auch gelähmt wird. Weil Lähmung ist das Beste, was wir hier eigentlich nutzen können. Es gibt nichts Schöneres als Lähmung auf dem Gegner. Und es gibt nichts Nerveres, als wenn man selber drauf hat. Ah, okay, bei dem ist es wirkungslos. Chakra. Aua! Ah, deiner. Gut, dass der feuerresistent ist. Der kann sich nicht bewegen. Ja, deswegen nur ich ihn gerade. Ich glaube, Zonkling. Beim Zonkling Lavinus funktioniert das aber auch, wenn er nicht diesen Feuerball-Modus hat. Zonkling ist vergiftet. Mag der mich? Nee. Der Rechte mag den anderen nicht. Okay, da hau ich doch mit drauf. Explosiv, nee. Lass mal stecken. Ich weiß, dass es wirkungslos ist. Jetzt zumindest. Wenn sie einen Hypermodus haben, ist ja meistens wirkungslos. Das wird wehtun. Oh, zum Glück auf ihn. Stell dir vor, das hätte mich oder dich getroffen. Das hätte jeden anderen treffen können und wir wären RIP gewesen. Nee, Ruby hätte es überlebt. Ich glaube nicht. Mein letzter Lebensstaub. Okay. Der Link hat seine Lebung weg. Na gut, mein Arcelos versucht wenigstens direkt die Lähmung wieder zurückzuholen, ne? Ich mach mal hier das hier hoch. Dann haben wir vielleicht bessere Chancen auf die Lähmung. Wir müssen mit Statuseffekten arbeiten, anders geht es nicht. Aua. Das zieht. Weißt du, Hauptsache Noxgift funktioniert noch. Die Lähmung könnten wir eher gebrauchen. Dann greift der Rechte wenigstens nicht an. Nee, 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 du machst keinen Technikangriff, bitte. Den Donner können wir viel mehr gebrauchen. Du hast übrigens Explosivschaden auf die drauf. Du fliegst gleich in die Luft. Also noch ein, zwei Runden hast du noch. Ich würde erstmal ein Steak futtern. Ich gehe mit meinem Astralos eh auf den linken. Du hast das nicht mehr, den Explosionsschaden nicht weg. Nee. Was ist das, Technik? Muss eine Schleimbehandlung, glaube ich, nutzen. Der ist jetzt ein Techniker? Ja, aber die Klinge blüht. Schlafgas, bitte! Nur kommst du los bei dem und der andere, der schläft nicht. Immer ich.
Aber das ist wenigstens der einfachste Kampf von allen. Brauchst du ja nur drehen. Und da liegt er. Die Explosion kam schneller, als sie eigentlich kommen wollte. Ja, weil wir in die Luft geflogen sind einmal. Alle. Wenn du Feuer abbekommst, während du Schleim an dir dran hast, explodiert es doch instant. Ja, stimmt, da war was. Bitte Plasmasprenger, mach, dass der linke gelähmt ist. Das würde mir mehr als nur ein bisschen helfen. Vollkommen egal, was ich angreife. Wir kriegen sowieso auf die Fresse. Ich hab nicht nur an mich selbst gedacht. Ich hab auch deinen Ruby gerade gerettet. Komm, bitte! Nö. Ich schieb mir jetzt ein Steak zwischen die Zähne. Bitte zieht nicht auf mich. Ach, der eine zieht nur auf mich. Der rechte, der macht jetzt Kraftangriff, oder? Ja, der macht, glaube ich, Kraft, ja. Ja, kacke, ich kann trotzdem nicht zu meinem Hund wechseln. Mach Plasmasprenger, bitte. Ich überlege gerade. Ich gönne mir Muskelfleisch, das reicht mehr als aus. Aber doof, dass der Rechte gerade gegen die Lähmung immun ist, ne? Vor allem aktiviert sie sich viel zu wenig. Aua. Aua. Ich glaube, ich überlebe keine weitere Runde. Die gucken mich so böse an. Eine Runde kann ich dich vielleicht noch retten. Aber auch nur eine. Die mögen mich trotzdem nicht. Einmal mit voller Kanone reinhauen. Eierbum. Stell dir vor, das würden sie bei Ultimate machen oder bei Rise. Das tut auch weh. Das können halt nur Monstis. Weißt du, diesen einen Fitzbalken da, ne? Die drei Punkte, die hättest du auch mitnehmen können. Ich hab der Zonklinge 700 Schaden gemacht und sein Schwanz ist nicht mal angekratzt davon. Ich könnte mit dem Meteorhammer draufhauen, aber das würde nicht viel ändern. Für die sind wir einfach viel zu low. Für die Abweichler. Ausweichen! Sie wollen mich beide! Sie haben mich beide böse angeguckt. Meine Lähmung funktioniert einfach überhaupt nicht mehr. Kann natürlich auch sein, dass die Resistenz mit jedem Schlag, den du gegen die gelandet hast, steigt. Nee, eigentlich kannst du das immer und immer wieder. Es hat eine Prozentchance, ist ein Problem. Ich glaube, so eine 5% Chance. Resistent werden die nicht. Der Explosionsschaden ging ja gerade eben auch immer und immer wieder drauf, weil wenn der drauf hat, das hat eine 80% Chance. Der Brachidios. Das hängt damit zusammen. Hm. Wollen die mich? Einer will mich. Die Zornklinge klingelt nichts auf deinem Astralos an. Egal wie ich drehe und wende, ich kann nur ihn in den Kampf schicken und hoffen, dass er überlebt. Der macht gerade Technikangriff, oder? Ich meine Geschwindigkeit. Ja, habe ich nicht. Ich habe nichts dagegen. Wenn meiner 100 Punkte schaffen würde, ne? Ich habe bei dem Geschenk von Herzen drauf. Ihr könnt dann Herz zurückgeben, ist das Ding.
Hallo, darf ich? Ich darf nicht. Hm. Ja, Insta-Kill. Wow, One-Shot. Ja, die anderen waren auch One-Shot. Ja, wir wussten, dass das so enden wird beim Glavinus. Sind wir ganz ehrlich? Mhm. Ja. Definitiv. Vor allem, du bist sogar 53. So, Leute, wir haben uns durchgekämpft. Wir haben sogar ein Heilmonster auf dem Weg mal endlich tot gekriegt. Jetzt springe ich in den da rein. Zeit für einen Kampf, für den wir hoffentlich gewinnen können. Also wir kämpfen vom Prinzip her gegen ein Monster. Das ist leichter, als wenn wir gegen zwei Highwing kämpfen, die übelst stark sind. Warum bin ich solo? Weil ich zuerst meine Standardprozedur abfahre. Erstmal das Nest plündern, bevor ich mich mit dem Monster anlege. Komm rein! Ich bin ja schon dabei. Und ich hatte recht mit dem Krafttypus. Das ist schön. So, ich habe schon mal einen kleinen Vorteil zumindest. Gegen ein Monster kämpfen ist halt wirklich deutlich einfacher, als wenn man gegen zwei kämpft. Weil dann kann man wenigstens kontern. Bei zweien ist es schwieriger. Du hast gesagt, er ist Kraft. Dann springen wir mal rüber. Warum willst du einen Technikangriff machen? Warum? Willst du mich ärgern? Wie willst du streiten mit mir, Hundi? Gehst du auf Körper oder Beine? Ich arbeite erstmal meine Liste ab. Los, Rexy! Wirf den Knochen! Es ist schön, wenn die nicht angreifen, dann kann man sie wenigstens taugen. Die Hiring-Viecher. Oh, er will mich, oder? Ja, er will mich. Ich switch auf den Bogen. Los geht's, Hammer! It's Hammer Time! Mach Statusschläger, du blödes Vieh. Blöder Köter. Ich geh mal auf den Körper, ne? Ist ja eh egal, ich habe eh den Bogen ausgerüstet. Greifach bis, aber dazu kommt es nicht. Wow. Ja. Den kriegen wir eher down als die anderen Viecher. Was mir Kopfzerbrechen bereitet, ist die letzte Quest, die auf der Liste steht. Was für, mir wäre es lieber, wenn die nacheinander sind, als dass die beiden Viecher gleichzeitig da sind. Sage ich jetzt schon mal. Peter macht irgendwas, was ich. Der macht eine Elektroladung. Ach ja, Fulgur, das sagt's ja schon, ne? Fulgur ist ja so eine Ableitung von Elektrizität. Von den Fulgur-Käfern. Hilfe! Ich habe halt noch nie einen Fulgur-An schon auf bekämpft. Ich auch nicht. Ich schieße ihm einfach mal in die Nase. Da habe ich eh right on! Ich hoffe mal, dass du Geschwindigkeit jetzt bist. Bist du Geschwindigkeit? Wenn, du bist Geschwindigkeit, gut. Wenn's ich muss mich nicht schämen. Wenn es ansatzweise nach dem geht, was die normale Variante ist, ist der so Geschwindigkeit. So, er will mich nochmal, das heißt, ich kann noch auf 3 aufwerten. Ich lass dir mal die Nase. Ja. Dann hau ich auf den Körper drauf, weil der hält am meisten Notes. Das hat wehgetan. Der Crit war schön. Der hat gesetzt. So, und ich breche ihn jetzt hoffentlich richtig viel vom Körper weg. Oh, du bist dran! Ja, weil du auf deinem Hund sitzt. Ey, hätte ich drücken müssen? Du hättest mitdrücken können. Oh. Wow, klar. Ich wusste halt, ja, bisher musste ich immer drücken. Ich wusste nicht, ob ich ihn mitdrücken muss. Ja, komm, nutze mir eben kurz auf seinen Körper, ne? Weil der am meisten aushält. Ich wollte jetzt zumindest erstmal einfach mal den Punkt auf der Nase noch mit abbauen. Los, Hundi! Wuff, 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 wuff. Also was Coolness-Faktor angeht, finde ich den, der ist auf Platz 1.
der Angriff ist halt einfach sick ohne Ende. Ihr seid endscool. Ja, ich kann die Nase ruhig finishen. Dann finish die Nase, dann jag ich meine Bindungstechnik irgendwo anders hin. Auch den Körper, weil der am meisten aussieht, am besten. Nur ich jag ihn auf den Schwanz. Der Schwanz ist sowieso schon durchgetechnikt. Steinschlag! Den Fulgur-Angriff kriegen wir bestimmt down. Ja, davon gehe ich aus, dass wir den kaputt kriegen. Das Problem war halt immer diese Doppelviecher. Doch, das ist RIP. Ball um. Hast du fein gemacht, Huni. Wäre noch schöner gewesen, hättest du das andere Körperteil angegriffen. Hättest du den Schwanz zerlegt. Ich hätte einen Doppelschwungkarte zur Verfügung. Jetzt sitze ich wieder auf den Bogen. Schieße mir in die Beine. Ja, ich hau dann auch mal auf die Beine drauf. Dann ist die Liste da abgearbeitet. Ich bleib dann auch beim Hammer, weil ein Drehen der Meteor kann nie schaden. Ja, da kann nie schaden. Oh, oh. Nix gesagt. Alles gut. Dann machen wir das eben so. So, und jetzt will ich einen Fulgur einfach nach Ei haben. Endlich ein stärkeres Elektrovieh, auch wenn wir es eh nie nutzen werden. Also ich würde den tatsächlich, glaube ich, sogar benutzen. Einfach, um ein Elektroviech zu haben, weil ich habe 4 Viecher im Team, die eine Elektroschwäche haben. Ist das ein Fulgur-Angenov? Nee. Das, was ich habe, ist der Fulgur-Angenov. Kampf-Wyvern. Ich hatte kein Glück. Ich hatte null Glück. Und das erste, was du hattest, das blaue mit den gelben Punkten, ist der Großbuggy. Und was du jetzt hast, ist, glaube ich, der rote Ketsu. Ja, weiß ja Leute, rot. Eine Folge haben wir noch vor uns. Da kommt dieses riesen Goldenvieh. Keine Ahnung, wie das drauf ist. Das wird uns zerlegen. Wir werden Spaß haben. Das ist die Hauptsache. Die wir sehen uns beim letzten Part, Leute. Tschüss.